ist höchste Zeit. Diese Vorricht habt ihr ihn nicht gesehen. Nein, nein. Und ihr und ihr. Nein, nein. Das ist schlimm, denn dann kann ich nicht mit. Sie ist doch gleich mal mit uns. Oh nein, das geht. Und deshalb geht das nicht. Er kann nicht fischen ohne mich. Das wäre ja zum Lachen. Mein Freund, du übertreibst. Ihr glaubt mir also nicht. Ihr glaubt mir also nicht. Nein, wirklich nicht. Hört mir nur zu. Sephoris ist ein netter Junge, doch Fische bringt er nicht nach Haus. Wenn ich ihm nicht beim Fischen helfe, lachen ihn alle Fische aus. Er träumt von tiefen, dunklen Schätzen, wenn er die Netze senkt ins Meer und leert sie achtlos in die Fluten, sind sie von Fischen noch so schwer. Das, was er wirft ins Meer hinein, das sammle ich mir wieder ein. Das ist der Grund, weshalb der Mann nicht ohne mich mehr fischen kann. Weshalb der Mann nicht ohne mich mehr fischen kann. Nicht ohne, ohne mich. Nicht ohne mich mehr fischen kann. Wir haben Pech, da kommt sie selbst. Der dicke, vollgefressene Strandvogt. Wie er rennt und schnauft, dieser Kerl. Er hat bestimmt im Sinn, uns recht zu schikanieren. Komm schnell ins Boot, ins Boot, ins Boot. Ins Boot, hinein, ins Boot. Wieder halt, meine kleinen Schäfchen. Ihr bleibt mir alle da, es fährt mir keiner aus. Ihr bleibt mir alle da. Es fährt dir keiner aus. Die Schäfchen wollen sich nicht wieder scheren lassen. Die Fee, alter Freund, du kommst als erster dran. Werd nicht frech und komm her, werd nicht frech und komm her. Mir entschlüpfst du nicht mehr, mir entschlüpfst du nicht mehr. Du hast etwas verschuldet, was das Gesetz nicht duldet. Du hast dich schwer vergangen, drum hab ich dich gefangen. Ich muss dich unerbarmen, gebührend dich warnen. Willst du nicht? Willst du nicht vor's Gericht? Ich bin mir keiner Schuld bewusst, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Vielleicht hast du bis heute früh nichts angestellt, doch damit du's nicht morgen tust, wer mit dem Geld oder willst vor's Gericht oder willst vor's Gericht. Da zahl ich lieber Strafe, da zahl ich lieber Strafe. Nimm hier all mein Geld, vor's Gericht will ich nicht. Du hast etwas verschuldet, was das Gesetz nicht duldet. Du hast es schwer vergangen, drum hab ich dich gefangen. Ich muss dich unerbarmen, gebührenpflichtig warnen. Willst du nicht vor's Gericht, willst du nicht vor's Gericht? Oder willst vor's Gericht, oder willst vor's Gericht? Du kommst grad recht, mein Täubchen, komm her. Oh, Sese! Du hast etwas verschuldet. Ist genug, haltet euch! Next!
stopfe die mit Loch, ins Loch und zwar sofort. Jetzt stopfe die mit Loch, ins Loch und zwar sofort. Gestrenger Herr, verzeiht die Bruder, ihr habt es sicher gar nicht bös gemeint. Und euch zu kränken, nag ich wahrlich ferne. Ich weiß sehr gut, was sich für uns gehört. Mach sie an. Sieh an, du hast verstanden, sieh an, du hast verstanden. Jetzt her mit dem Beweis, ich habe keine Zeit. Nun, wie steht's mit dem Beweis? Also los. Ja, das ist in Ordnung, das ist ein Beweis. Soll ich überzeugt sein, dann noch einen Beweis. Ja, ja, jetzt haben wir genug Beweise. Das überzeugt mich wie ein Urteil vor Gericht. Nun also Freispruch. Nun also Freispruch, lasst ihn laufen, lasst ihn laufen, lasst ihn laufen, was euch da anbetrifft. Verhaltet euch schön brav und stecht jetzt gleich in See, damit ihr gut verdient. Und ich schere euch morgen wie heute und gestern, sonst marsch vor's Gericht. Wir sind aus auf die See, und wir sind Jesus, und wir sind die Brücke, es ist Jesus. Willst du denn nie mehr ausfahren, Sephoris? Du hast Selide und mir versprochen, dass wir bald heiraten dürfen. Und wie steht's da mit der Mitgift, mein Lieber? Selide kann das ganze Erbe unserer Eltern bekommen. Wie viel werden wir da haben? Nichts. Nichts? Wieso nichts? Wir haben doch alles ausgegeben, seit du keine Fische mehr nach Haus gebracht hast. Also wirklich nichts? Nichts. Und ich bin an allem schuld. Es ist doch nicht deine Schuld, wenn dir keine Fische ins Netz gehen. Keine Fische? Er fängt genug, aber er wirft sie alle wieder ins Meer. Er träumt nur davon, dass ihm eines Tages ein großer Schatz im Netz hängen bleibt. Och, sei still, das verstehst du nicht. Du bist verliebt, Sephoris. Tja, ich liebe ein Mädchen, so schön, wie es kein anderes auf dieser Welt gibt. Ich möchte ihr alle Schätze der Erde zu Füßen legen. Wie heißt sie denn? Das weiß ich nicht. Ich kenne sie nicht. Ich habe sie dem Meer entrissen und verloren. Als sie aus ihrer Ohnmacht erwachte, hörte ich Frauenstimmen und bin fortgelaufen. Niemand sollte wissen, dass ich sie so erblickt habe. Gut, dass du wenigstens den Ring behalten hast. Wie viel bekommt man wohl dafür?
Von diesem Ring werde ich mich niemals trennen. Du könntest ihn Seline geben, als Mitgift. Ich werde wieder fischen und so viel verdienen, dass ihr bald heiraten könnt. Der Ring wäre mir lieber. Ist es nicht so, ma chère cousine? Ihr seid nicht meinetwegen hierher gekommen. Majestät, geruhe, mich zu verspotten. Aber die Prinzessin hat bisher nicht die Gnade gehabt, mir auf meine wiederholte Bitte um ihre Hand eine Antwort zu erteilen. Majestät, die Werbung des Prinzen ist eine große Ehre für mich. Aber ich muss bekennen, dass mein Herz nicht mehr frei ist. Mon Dieu, welche Neuigkeit. Ihr wisst, dass mich beim Baden ein unbekannter Mann gerettet hat. Das ist uns bekannt. Seitdem ist es mein Wunsch, mit diesem Manne mein Leben zu teilen. Sein Wunsch nach einer so schönen Belohnung scheint nicht gerade sehr lebhaft zu sein. Sonst hätte er sich gemeldet. Er wird mich suchen und wird mich finden. Warum starrst du so unverschämt diese Dame nach? Ich bitte um Verzeihung. Wer ist sie? Prinzessin Nemea. Oh, sie ist Prinzessin. Und ich habe sie aus dem Meer gerettet. Ich kenne diese Geschichte. Hast du Beweise? Ja, hier, dieser Ring. So, den Ring. Es ist der Wunsch der Prinzessin, dem Manne, der sie nackt erblickt hat, nie zu begegnen.
Du erhältst eine Belohnung von 500 Louis d'Or und willst schweigen. Jetzt gib mir den Ring. Ich werde ihn der Prinzessin zurückgeben. Ich will keine Belohnung. Ich will den Ring behalten. Aber du schwörst zu gehorchen. Ich schwöre. Mon Prince, so tief in Gedanken? Euer Majestät haben ganz recht. Ich habe über etwas nachgedacht. Ich dachte, dass der Mann, der die Prinzessin vom Tode gerettet hat, sehr töricht war, so lange zu schweigen. Wie meint ihr das? Ihr könnt aus Bescheidenheit geschwiegen haben. Er hat aus Bescheidenheit geschwiegen. Er hat. Ihr kennt ihn also. Oh, ich bitte euch, verschweigt mir seinen Namen nicht länger. Ich bitte euch. Und werdet ihr euer Versprechen halten, diesem Manne zu gehören? Ja. Er heißt Cador und ist euer Retter. Ihr? Du hast ein Traumbild dir geschaffen von einem hellen Wunderbar und du hast nie daran gezweifelt, dass dieser Mann dein Retter war. Und jetzt steht dieser Retter vor dir und hat dich aus dem Traum erweckt. Du allein musst dich jetzt entscheiden. Wie weit sich Traum Wirklichkeit erweckt, sieh in ihr an, musst dich jetzt entscheiden. Wie weit sich Traum Wirklichkeit erweckt, ja, Traum und Wirklichkeit sich dann habt ihr auch ihr Herz. Nun hält er die Hand, die er heiß begehrte und die sie bislang immer ihm verwehrte. Doch zu seinem Schmerz will sie nicht gelingen, auch nur zu bezwingen, dieses stolze Herz. Halt in die Hand, die ich heiß begehrte und die sie bislang immer mir verwehrte, doch zu meinem Schmerz will's mir nicht gelingen, auch noch zu bezwingen, diese stolze Hand. Ihr fällt meine Hand, denn wir aus Begehr, und ich bis dahin, immer wie immer mir, und dann von meiner Schmerz, will ich auch gewinnen, mit Gewalt des Meeres, und es ist auf dem Herz. Warum bin ich kein Edelmann?
ich mache sie gewiss zur Königin im Lande, wenn ich König wär und wäre sie auch nur ein Kind von niedrem Stande, wenn ich König wär, wenn ich König wär, ja. Wir Freunde, es ist schon sehr spät, wir müssen uns etwas beeilen. Nun, was gibt's? Da liegt jemand im Sand. Wer macht das Sand? Wahrscheinlich wohl ein Fischer. Nun, bitte sehr, ich hatte recht. Ein armer Fischer ist's. Er scheint zu schlafen und ohne Wunsch zu sein. Was für Zeichen sind hier im Sand? Sieh, dir steht was geschrieben. Sieh einer an, wie man sich täuschen kann. Der Mann, der wunschlos glücklich schien, schrieb ihr tolle Wünsche hin. Leset selbst, was er hier schrieb. Leset selbst, was er hier schrieb. Voila! Wenn ich König wär, wenn ich König wär, wenn dieser Mann der König wär. Das wär ein Spaß. Ich glaub, ich hab nen Einfall, nen reizenden Einfall. Herr Leibarzt, ich bitte, kommt einmal her. Der Mann hier schläft und ich habe den Wunsch, dass er weiter schläft. Ist morgen früh, was mit ihm auch geschieht, nichts darf den Mann erwecken. Dafür habt ihr ja Mittel genügend zur Hand. Mit, mit, alle, alle. Er schläft, er schläft. Was hat er gemacht? Vor Gila Fortuna, Cher. Wenn er macht, sitzt er auf meinem Thron. Warum? Er hat sich's gewünscht, et voilà, sei er König für mich, so zum Spaß einen Tag lang. Ich will sehen, was solch König tut.
leicht, lern ich was dabei. Bestimmt, nehmt den Mann, tragt ihn vor zum Schlosse. Kell, wenn ich will, ja, und ich spiele wild. Tritt zur Seite, mein Kind, mach für den König Platz. Du armer Fischer, ohne Schätze, den ich auf meinen Thron umsetze, für einen Tag sollst du regieren, König sein für einen Tag. Du armer Fischer, ohne Schätze, den ich auf meinen Thron umsetze, für einen Tag sollst du regieren, König sein. Schlaf noch ganz umfangen, so schön und klar träumt ich noch nie. O bleibe bleib, ihr holden Träume, am liebsten erwacht ich nie. O bleibe bleib, 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 ihr holden Träume. Majestät, gut geruht. Wer bin ich? Unser allergnädigster König. König? 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 Ja, und ich bin der Kanzler und diese Herren sind die Minister. Minister? Der Kanzler? Und die Minister?
Ja, die Majestät tragen die Krone des Landes bereits seit 10 Jahren. Was? 10 Jahre? Oh. Majestät waren sehr krank und bildeten sich manchmal ein, sie seien der Fischer Sephoris. Der Fischer Sephoris? Ja, das ist wahr. Oh, Majestät bekommen einen Rückfall. Soll ich den Leibarzt holen? Nein, nein, kein Arzt! Wünschen Majestät vielleicht das königliche Déjeuner? Das was? Das Frühstück. Das Frühstück. Ach, das Frühstück! Natürlich! Ich habe einen Mordshunger! Das Déjeuner des Königs. Das Déjeuner des Königs. Das Déjeuner des Königs. Das Déjeuner des Königs. Ist bestimmt kein Traum, das Frühstück hier ist echt. Ich werde mich überzeugen. Aha, Banane! Und dies ist Wein. Ja, ich trinke und esse. Ja, ich trinke und esse. Ein Glas von diesem Wein wird euch bekömmlich sein. Ein Glas von diesem Wein wird bekömmlich euch sein. Es ist wirklich kein Traum, ich hab mich überzeugt, die Banane war echt und der Wein hier erst recht. Ich glaube es fast selber, dass ich der König bin. Ja, 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 ich glaube es fast selber. Ja, ihr seid's, Majestät, ja, ihr seid's, Majestät. Ja, ihr seid's, Majestät, ja, ihr seid's, Majestät. Ist genug, ich kann das nicht mehr hören. Wer noch einmal König zu mir sagt, der fliegt ohne Gnade augenblicks zum Fenster raus. Sieht man, wie's den Herrn vor lauter Angst die Rede verschlägt. Es wird immer wunderlicher, ich bin Fischer, das ist sicher. Und wer mich hier König nennt, der soll zittern, sagt Amen. Ihm wird immer wunderlicher, er ist sich schon nicht mehr sicher, ob er sich noch selber kennt, wenn ihn jeder König kennt. Es wird immer wunderlicher, er ist sich schon nicht mehr sicher. Und wer mich hier König nennt, wenn er soll zittern, sagt Amen. Ein Möchner ist, wer das versteht, was wir so alles vor sich geht. Ein Möchner ist, wer das versteht, was wir so alles vor sich geht. Majestät, Prinzessin Nenea. Ich möchte mit der Prinzessin allein sein. Oh, aber Majestät, die Prinzessin ist verlobt. Verlobt? Das dulde ich nicht. Majestät, Sie sind böse. Oh!
Hier und rühre dich nicht von der Stelle. Ich werde seine Durchlaucht dem Prinzen Cador verständigen. Was willst du hier? Ich bitte um Verzeihung, euer Ma. Man hat mich hierher bestellt. Wer hat dich herbestellt? Man hat mir verboten, darüber zu sprechen. Was soll das heißen? Wenn einer etwas zu verbieten hat, dann bin ich das. Weißt du mal, wer ich bin? Na, dann raus mit der Sprache. Für wen hältst du mich? Wenn ich nicht wüsste, dass euer Gnaden ein vornehmer Herr sind, so würde ich denken, ihr seid der Fischer Sephorus aus unserem Dorf. Ich bin der König. Das kann man doch schon an meinen Kleidern sehen. Ich bitte um Verzeihung, euer Majestät. Sag mir sofort, was du hier willst. Ich soll Prinz Cador einen Ring bringen. Hier ist er. Der Ring der Prinzessin. Wie kommst du an diesen Ring? Prinz Cador hat mir befohlen, ihn zu stehlen. Aber ich will es nie wieder tun. Was hast du dafür bekommen? 88 Louisdor und 12 für Sephorus. Ich habe sie ihm in die Tasche gesteckt. Was? Für 12 Louisdor hast du meinen Ring verkauft? Nein, nein, nein. Nicht euren Ring, Majestät. Er gehört Sephorus. Aber das ist auch nicht sicher. Er hat ihn bei einer Nackten gefunden. Schweig! Das Beste wäre es, dich aufhängen zu lassen. Och, bitte nicht aufhängen. Wache! Sperrt ihn ein bei Wasser und Brot. Du, ein Kerl. Majestät, die Prinzessin sagte mir, dass sie euch nicht erheitern konnte. Ich war ein bisschen traurig, das tut mir leid. Aber jetzt geht mir's schon viel besser. Inzwischen habe ich eine nette Geschichte gehört. Die möchte ich gern der Prinzessin erzählen. Majestät, Prinz Cador, der Verlobte der Prinzessin, hat die Ehre, euch zu begrüßen. Der Prinz hat die Prinzessin unter Lebensgefahr aus dem Meer errettet. So, so, so. Ihr habt also die Prinzessin gerettet. Das ist mir ein... Ach so, ja.
Ich bin manchmal ein bisschen verwirrt. Aber ich sehe schon klarer. Viel klarer. Majestät, der Kronrat. Auch die Herren sollen warten. Ich möchte endlich mit der Prinzessin allein sein. Wenn Majestäten befehlen, muss man gehorchen. Ah, Majestät, ihr wolltet mir eine Geschichte erzählen. Tja, die Geschichte von einem Ring. Mhm. Und damit ihr sie besser versteht, möchte ich euch sagen, ich liebe euch. Ihr liebt mich, gerade mich, wie soll ich das verstehen? Womit gesprochen nicht, was hab ich nicht verstehen? Ich liebe es euch, so wahr ich lebe, dass ich euch liebe treu und wahr. Ach nein, ach nein, ach ihr beschämt mich, denn eure Liebe, eure Liebe kommt mir nicht zu. Wenn nicht euch, herrlichste Prinzessin, wem denn sonst käme Liebe zu? So rasch ist eure Liebe niemals, so schnell verliebt man sich im Spiel. Mir ist es ernst, bei Gott, das ist kein Spiel. Mir ist es ernst, bei Gott, das ist kein Spiel. Seit vielen, vielen langen Tagen, seit vielen Monaten bin ich euch arm. Sah zu euch auf wie zu den Sternen, die niemals man erreichen kann. Wisst ihr es vielleicht noch genau? Ihr angefühlt mich so zu lieben. Seitdem an einem Sommertag euch ein Fischer vom Tod gerettet. Wie ein Fischer, wer sagt euch das? Dieser Fischer bin ich. Was fällt euch ein? Das kann nicht sein. Besänftigt euren Zorn, hatte ich zu schweigen versprochen. Jetzt ist zu reden mir erlaubt. Seit ich weiß, wie man mich betrogen, fühle ich mich frei von diesem Schwur. Was für ein Schwur? Prinz Cador hat verlangt, dass ich ihm verspreche, und zwar unter Eid, niemals zu sagen, dass ich selber euer Retter bin. Ach, abscheulich, wenn ich dies recht verstehen kann, so lockt der Prinz mich schamlos an. Oh,
Namen des Königs eröffne ich die heutige Sitzung des Kronrates. Dank der glorreichen Herrschaft des Königs hat sich der Wohlstand zusehends vermehrt. Alle Untertanen haben ihr reichliches Auskommen. Wer behauptet das? Euer Minister des Innern. Der Minister? Er hat keine Ahnung, was in unserem Lande vor sich geht. Hört, hört, Herr Minister! Unsere Fischer haben bei der letzten Sturmflut ihre sämtlichen Netze verloren. Niemand hat ihnen geholfen. Im Gegenteil, Giselle, der Strandvogt, hat ihnen sogar noch Steuern abgepresst. Davon habe ich leider nichts gewusst. Die Herren wissen vieles nicht. Laut Verordnung vom 5. Mai des vorigen Jahres hat eine königliche Kommission die tugendhaftesten Jungfrauen jeder Provinz erforscht und mit einer Mitgift von 25 Louisdor ausgestattet. Und was ist mit Selide? Selide, dem besten und tugendhaftesten Mädchen? Ich habe nichts davon gehört, dass man ihr 25 Louisdor ausgezahlt hat. Wünschen, Majestät, dass man ihr 50 Louisdor auszahlt. Ich wünsche, dass man ihr 100 auszahlt. 100 Louisdor für Fräulein Selide. Wünschen, Majestät, den Vortrag über die Hofoper. Oper, ich habe Hunger. Die Sitzung ist beendet. Befehle, Majestät, dass die Tafel beginnt. Ja, gewiss, ich lad euch alle ein. Wünschen, Majestät, die kleine Soiree. Wie? Die Abendunterhaltung. Natürlich, ich befehle es. Thank you.
junger Hirsch am frischen Fell. Die flinke kleine Biene trinkt von der Blüte schnell. Der Mensch trinkt aus dem Becher der Reben goldenen Saft. Doch nicht nur, weil ihn dürstet, er trinkt aus Leidenschaft. So trinkt, so trinkt, so trinkt, so trinkt, so trinkt, so trinkt, mit mir aus Leidenschaft. So trinkt, der Reben goldenen Saft. So trinkt, so trinkt, so trinkt, so trinkt, so trinkt, denn dreht sich, was ist denn? Oh mein Gott! C'est fini, pauvre garçon! Die Komödie ist aus, König für einen Tag. König für einen Tag. Es ist aus, es ist vorbei. Gehört zu mir jetzt. Niemals, niemals. Prinzess, ich bin erstaunt. Niemals, niemals. Prinzess, das kann nicht sein. Nein, der Prinz, gestern ins Schloss kam. Was hast du denn im Schloss zu tun? Ich musste einen Ring hinbringen. Was für einen Ring? Den ich Sephoris abgekauft habe. Was? Sephoris hat seinen Ring verkauft? Ja, du lass dir mal erzählen. Ich habe ihm den Ring abgekauft, als er am Strand lag und schlief. Ach so. Ja, ja. Und dann habe ich den Ring ins Schloss gebracht zu einem feinen Herrn, der mich dorthin bestellt hatte. Und wie ich da gewartet habe, da kam plötzlich ein noch viel feinerer Herr. Und stell dir vor, das war der König. Erzähl doch keine Märchen. Ja, und der König hat mir den Ring einfach abgenommen. Und um ihn nicht bezahlen zu müssen, hat er mich einsperren lassen bei Wasser und Brot. Sehr richtig. Aber bei uns hat sich auch was ereignet. Oh, was kann sich hier schon ereignet haben? Heute früh klopft es, ein Bote kommt und fragt, bin ich hier recht bei Mademoiselle Selide? Ich sage, Selide ist schon richtig. Auf Befehl einer hohen Person soll ich euch 100 Goldstücke auszahlen. Und dabei gibt er mir einen Brief und die 100 Goldstücke. Hier ist der Brief. Ach, aber du kannst ja doch nicht lesen. Aber hier! Hier habe ich ein Goldstück. Die anderen habe ich versteckt. Gib her! Oh!
das Gold ist wirklich echt. Selina, das kommt mir gerade recht. Selina, es wäre gar nicht schlecht. Selina, wenn ich es aufbewahrte, Selina. Nein, daraus wird nichts, nein, daraus wird nichts. Denn das schöne Geld habe ich nicht gefunden. Und der hohe Herr, der das Geld mir gab, hat einen schönen Zweck damit verbunden. Mir fehlt zwar der Verstand, Selina, doch ist mir wohl bekannt. Selina, wofür die Herren von Stand? Selina, die Frauen so reich beschenken. Selina, du bist gemein. Da bin ich gemein. Du bist gemein. Da bin ich gemein. Du hast mir gesagt, dass ich nicht belüge. Du hast mich belügen. Da bin ich gemein. Du hast mir gesagt, dass ich nicht belüge. Wie du weißt, bin ich leider zum Raten so dumm. Ja, dumm bin ich schon, das ist wahr, doch ich bin auch gekränkt und du weißt doch warum. Du hast mein Herz zerrissen, dass mir die Tränen fließen. Ich fahr zu weinen an. Und jeder weint so gut er kann. Ah, 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 das geht mir. Na, jetzt heirat ich bestimmt nicht mehr. Ah, 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 das geht mir. Na, denn sie betrügt mich schon vorher. Oh, 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 ich frag mich, wo ist eine treue Frau? Ich frag mich, wie kann man eine Frau ergründen? Wie? Die Frau sieht von der falschen Klug. Ich hab von Frauen jetzt genug. Die Frau sieht von der falschen Klug. Ich hab von Frauen jetzt genug. Du bist ja wirklich sehr charmant. Wie kommt dir in den Sinn, mein Freund, dir einfach zu behaupten, dass ich dir untreu bin? Du hast mein Herz zerrissen, dass mir die Tränen fließen. Ich komm zu meinem Mann. Ein jeder Bein so gut er kann. Oh, 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 das geht mir. Na, jetzt heirat ich bestimmt nicht mehr. Oh, 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 das geht mir. Na, wenn sie beschützt mich schon von mir. Oh, 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 oh. Hör doch zu weinen auf, ich kann's nicht mehr ertragen. Und ich verspreche dir auch, ich kränke dich nicht mehr. Ich will dich auch mit Eifersucht nie wieder plagen. Du sei mir wieder gut, sei mir gut wie vorher. Jetzt bist du wieder lieb, darum will ich es dir sagen. Nein, sag es lieber nicht. Warum nicht? Also gut. Die 100 Gulden Gold, die schenkte mir ein wirklich hoher Herr. Sag er was? Sag es nicht. Ach, du quälst. Sag es nicht. Sag er was? Meine Selina war mir stets treu. Das klingt nur anders, sag es nur frei. Meine Selina war mir stets treu. Der Ring war brav, wie gut und rein. Der Ring gesteht, das Lieder mein. Das Gold kam brav zu dem. Der Zeug, du bist die Hochzeit auch nicht weit. Ach, sag es bitte noch einmal, für was du all das Gold bekommst. Ist aller schönste Wunsch der Brachte von seiner Majestät gefügt. Das hätte ich nicht gedacht und ich bin hochbeglückt. Man nimmt gerne alles an, was der König schickt. Ja, das klingt anders, ich sag es frei. Meine Selina war mir stets treu. Das klingt woanders, sag es nur frei. Deine Selina war mir stets treu. Der Lieb war brav, die Gut und Rein. Mein Winkel steht, das Grün auf Rhein. Das Gold kam brav zu sein. Der Zeug, du liebst die Hochzeit auch nicht weit. Das Gold kam brav zu sein. Der Zeug, du liebst die Hochzeit auch nicht weit. Du liebst die Hochzeit. Ist. Sie fuhr es. Der König hat mir 100 Gulden geschickt. Ja, ich weiß. Du weißt? Ja. Ich habe sie dir doch geschickt. Du? Ja, siehst du denn nicht, dass ich der König bin? Sie fuhr es. Du hast geträumt. Sieh mich an. Ich bin doch deine Schwester. Geträumt? Geträumt? Thank you.
sitz ich nun nicht vor, weiß nicht, was mir geschehen, was habe ich geträumt und was ist wirklich wahr, was gestern war, was heute, kann ich nicht mehr verstehen. Stand ich im Königsschloss mit Purpur angetan, ach, oder war ich immer nur ein Fischersmann? Doch das kann nicht alles ein Traum sein, ganz deutlich steht es mir vor Augen. Ich trug ein prächtiges Gewand, es ist wahr, man hat mich Majestät genannt. Die Minister wieder kein, beugten vor mir ihre Rücken, Diener schenken mir den Wein in den goldenen Becher. Und sie stand bei mir im Saal, sine mia, die ich liebe, sie die schönste Frau im Land, reichte mir die zarte Hand. Ach, ne mia, die einmal ich schütze und fing, als im Meere sie hilflos in meine ringsumher die Schar der Rette und die Augen aller Frauen schienen nur auf mich zu schauen. Doch ich sah nur dich im Saal, dich Nemea, die ich liebe, dir der schönsten Frau im Land reich ich meine Königshand. Ach, Nemea, die einmal ich Verzeiht mir. Ich habe nichts zu verzeihen. Man hat ein Spiel mit dir getrieben. Das Spiel ist aus. Zuvor ist
Cador, kommt sie her! Ich will Cador niemals mehr sehen! Was verschafft mir die Ehre eures hohen Besuches? Oh, ich scherz, Majestät. Ich tu nur meine Pflicht, wenn ich euch hier besuche. Ach Gott, hört nicht, mein Prinz, ich bin ein armer Fischer, ihr hingegen ein Fürst. Rumalau! Nein, ihr bleibt, ich will's, ihr bleibt. Mon cher, ihr bleibt, da ich schon einmal hier bin, möchte ich nicht markieren, mit euch, mein lieber Freund, ein wenig zu parlieren. Wir wollen es probieren, mit eurem Kopf einen von diesen Pälen prächtig zu dekorieren. Ihr habt dazu kein Recht. Attention, ich bin Prinz und ich tue, was ich will. Denn du hast mich gekränkt, du hast mich beleidigt. Und mich vor allen Damen und große Assemblee aufs Äußerste blamiert. Drum mach ich mit dir Schluss jetzt, dafür willst du hängen. Denn dein Richter und Henker heißt jetzt Prinz Cador. Hast du noch was zu sagen? Ihr habt dazu kein Recht. Was ist Recht, lieber Freund? Was ist Recht, lieber Freund? Dass du an jenem Pfahl bald hängst, das, lieber Freund, das nenn ich Recht. Dass du an jenem Pfahl bald hängst, das, lieber Freund, das nenn ich Recht. Doch nun genug, die Zeit ist hoch, ergreift den Kerl und hängt ihn schleunig auf. Ach, der Los, ach, der Los! Die Prinzessin, ihr seid hier. Ja, ich, Isita. Sie war bei ihm. Eure Miene, mein Prinz, verrät nun allzu deutlich, ich bin euch hier im Weg. Und darum möchte ich euch in aller Klarheit sagen, wenn ihr mir nicht was antut, so sterbe ich mit ihm. Prinzessin, wie geht's so weit? Wie geht's so weit? Wie geht's so weit? Ich komme. Zur rechten Zeit. Prinz Cador wollte Sephoris töten lassen. Mon Dieu! Prinz Cador, habt ihr dazu etwas zu sagen? Hä? Prinz Cador, dieser Herr wird euch noch heute an die Grenze geleiten. Sephoris, der König muss dich um Verzeihung bitten, dass er sich einen Spaß mit dir erlaubt hat. Aber Majestät, die Prinzessin hat mir alles erzählt. Knie nieder, Sephoris, und empfange den Ritterschlag von deines Königs Hand. Musik.
es ihn tretet nah. Stellt euch hier an Sephoris Seite, ihr seid ihm in Liebe geneigt, so gebe ich ihn euch im Mund zu begatten, da er der Liebe sich würdig gezeigt. Seid Mutter an,